was vergessen? Ja, und für Teller Nummer 3, da hat das Kim nicht so ganz mitgedacht. Doch, sind unten runter. Die geschnittenen? Ja. Das war sie dann, die anonyme Wahl. Ach nein. Ein Messer? Wann brauchen wir denn so einen Vogel? Hier. Muss er selbst zerfleddern? Das war auch so, komm. Wir haben ja schon mal Rippchen gegessen. Nehmen wir gleich einen Fetzen runter. Ich habe abgestimmt. Also ich muss sagen, ich kann mich zwischen zwei absolut nicht entscheiden. Noch nicht. Bitte schön, hier. Der Junkie weiß, wie man einen Moment spannungstechnisch auf die Spitze treibt. Die ersten zwei. Nehmen wir die Spannung nur bei 220 Volt. Also, liebe Zuschauer draußen auf YouTube, ich kann euch sagen, die Luft gefriert, so spannend ist es. Am liebsten würde ich zwei wählen. Ja, also zwei gleichzeitig. Aber blöd, dass du nur einen Thermometer hast. Ja. Einer kriegt den Sender, der andere den Empfänger. Und der dritte die Fühler. Also hat sich das mal erledigt. Was schmeißt du zusammen? Ja. Die einen mögen es ein bisschen schärfer, die anderen nicht. Aber es geht ja nach meinem Geschmack. Dann habe ich bloß eine Wahl. Die Entscheidung fällt mir sehr schwer. Genau, nimm die vier. Gut, wer zählt aus? Aber die Entscheidung ist gefallen. Tja, dann musst du dich verstecken, sonst sieht man dich. Bitte schön. So, dann gucken wir mal. Und bitte schön. Oh, die Jury härtet jetzt. Also jetzt bin ich wirklich gespannt. Ist eingeblendet. Ja, wir bleiben. Ja. Laut vorlesen. Einmal Nummer 1. Einmal Nummer 3. Was ist denn das? Warte, dreh den Zettel nochmal um. Ah, okay. Möglicherweise steht da noch was drauf. Einmal Nummer 2. Nein, du konntest von der anderen Seite sehen. Nochmal die Nummer 2. Und nochmal die Nummer 2. Also hat der Teller Nummer 2 3 Stimmen und der Teller Nummer 1 und der Nummer 3 hat eine Stimme. Also das ist ein klarer Sieg für Nummer 2. Und was ich auch toll finde, ist, dass keiner ohne Punkte ausgegangen ist. Das heißt, es wurde jeder Geschmack getroffen und das für einen Applaus wert. Ja! Also, Teller Nummer 2 ist Silvia und Richard. Ja! Und somit gibt es einen ersten in und zwei Zeiten. Finde ich total genau. Fair. Richtig geil. Ja, besser geht's nicht. Gut, wunderbar. Dann die Siegertruppe bitte zu mir. Ja, willst du aufstehen, mal nach vorne zu gehen? Oh, ich hoffe, das ist absolut.
Ich fängt ja eigentlich Platz 3 an. Ich muss ja aber noch die Tasche umstellen. Leute, ihr könnt euch an den restlichen Rips und allen verköstigen. Bitte, bitte, haut rein. Wo ist denn mein Dummy? Wo ist mein Dummy? Hier bin ich, hier bin ich. Bitte mal hier vorne hinstellen. Das liegt Bube, bitte nach vorne. Wohin? Hier. Ja. Ein Dummy? Für Cam Nummer 1. Dummy für Cam Nummer 2. Wunderbar, Dummy kann wieder gehen. Also, wie gesagt, es war wunderschön hergerichtet, aber das war nicht die Aufgabe. Aber trotzdem sehr lecker. Wo ist jetzt mein Siegerteam? Wir wollen das der Moment gar nicht haben. Was denn jetzt? Also, dann herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Es freut mich, dass ich jetzt das erste Mal so ein Wettbewerb, Verleihung vornehmen darf. Euer Ingbert. Dankeschön. Ich dachte, du hast Junkie, seit wann hast du Ingbert? Euer Ingbert. Und jeweils noch eine Dolly Sauce obendrauf. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Ja, wunderbar, super. So, Team Nummer 2. Was konntest du meckern dafür? Und Nummer 3. Was ihr nicht ganz leer ausgeht, kriegt ihr noch die Dolly Sauces. Dankeschön. Euch auch. Danke fürs Teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Hat Spaß gemacht. Zum zweiten Platz. Und nochmal einen zweiten Platz. Danke fürs Teilnehmen. Hat euch auch Spaß gemacht? Es war riesen Gaudi. Die Soße kriegst du, nicht der Gerrit? Dankeschön. Gerrit, danke, dass du dich unterstützt hast. Spaß gemacht. Ey. Wunderbar. Ja, Leute, und dann würde ich mal sagen, Open End, schauen wir, was wir noch raushauen, herauslunzen und wie viele gültige Versuche wir heute noch hinkriegen. Also, eine Sache um allen gerecht zu werden. Total, eine Sache kann ich noch ankündigen, lieber Ingbert, und zwar der Gerrit und ich. Wir werden noch ein paar Burnt Ends vom Bacon Belly raushauen, so ein kleines Extra. Wunderbar. Das steht auch nicht auf dem Plan, aber vielleicht schaffen es die Mägen noch. Habe ich euch eigentlich gesagt, dass ich jetzt schon wieder Hunger habe? Ich höre es mir. Habt ihr alle noch Hunger? Jo. Kriegt ihr wieder was rein nachher? Danach isst die Rippchen erst einmal auf. Gerrit, was wird das jetzt, wenn es fertig ist? Pork Belly Burnt End. Und das Burnt ist schon da. Das Burnt ist schon da. Okay. Oh je, yeah, hier werden auch lecker Sachen wieder zubereitet. Hey, hey. Der Hund hat... Was machst du hier Leckeres? Ich mache meinen rheinhessischen Krummbeerentopf bzw. Kartoffeltopf. Ja, wunderbar. Ich habe schon Angst gehabt, den gibt es heute nicht mehr. Ach was, gibt's noch. Ja, im Hintergrund lodert wieder das Feuer. Ja, und da oben hocken die Spanner mit der Cam. Schaut euch den an. Traut sich nicht hier runter. Feigling! Komm jetzt! Bald fertig? Können wir essen? Ja, der Doppel ist nur voll. Das ist ja das Beschissene. Wieso ist das beschissen? Das ist beschissen, weil ich hier noch Fleisch habe. Das müsst ihr oben auf die Dings machen. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Auf die Feuerplatte machen.
Mit noch ein paar Zwiebeln. Du tust doch würzen und tust damit drauf. Ja, hier gibt's endlich Gemüse. Gemüse! Lecker Gemüse! Tja, Leute, mittlerweile leide ich unter einer Fleischvergiftung. Aber der Björn hat gesagt, er macht mir Gemüse. Du hilfst dem Björni Boy. Wie bitte? René, du hilfst dem Björn. Ich höre ihn. Ach, das finde ich so toll. Ich muss helfen, weil. Mann, geht nicht anders. Sehr geil. Ja, okay, Leute. Wir machen jetzt Gemüse. Nachher dürft ihr dann beim Probiererle zugucken. Weil ich gehe jetzt erst einmal live. So, Freunde, eine Dreiviertelstunde später, weil so lange hat der Livestream gedauert, packe ich jetzt mal das andere hier jetzt auch noch ins dieses Video. Im Livestream habe ich es ja schon gezeigt. Drehen wir die Cam. Lecker, lecker Gemüse, wächst Fleischvergiftungsgefahr. Wächst zu viel Fleisch das ganze Wochenende. Neutralisieren. Das Fleisch neutralisieren, dass wir wieder essen können. Oh, Zucchini, Spargel, Paprika, Zwiebeln. Aubergine, genau. Knofi. Pilze, ein paar Tomaten kommen auch noch drauf. Da hinten noch ein Pack Choi. Wunderbar. Oh, also, ehrlich gesagt, ich freue mich jetzt so richtig auf den Teller mit Gemüse. Also mal richtig, richtig, richtig. Ja, und wer noch nicht genügend Fleisch gehabt hat, für den liegen hier Burnins auf dem Gasgrill. Aber auf die verzichte ich. Wegs unten den Grumbeerntopf oder was er macht. Der Bernd von Smoking Beast Barbecue. Schauen wir mal runter.